Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Luft, meine lieben Zwillinge. Dies ist die Legung für euch im Bereich der Karriere und es ist der erste Wohlfühl- oder Bagua-Bereich eures Zuhauses. Und dieser ist dem Element Wasser zugeordnet. Und Wasser steht auch für die Farbe Blau im Feng Shui. Und deswegen habe ich euch diesen wunderschönen blauen facettierten Stein mitgebracht, damit eure Karriere in allen Facetten ja, gelingen kann sozusagen. Wozu wollen wir den Karrierebereich in unserem Zuhause verbessern? Einmal, damit wir mehr Klarheit über die eigene Lebensbestimmung gewinnen können und auch um positive berufliche Veränderungen zu ermöglichen und auch eventuell sogar eine ehrenamtliche oder gemeinnützige Aufgabe zu finden und ganz wichtig noch, um mehr Mut zu entwickeln, meine Lieben. Bevor ich mit den Tierkarten beginne, ganz herzlich willkommen, meine lieben Pferdemenschen in der chinesischen Astrologie. Schaut euch diese wunderschönen Tiere an, meine Lieben. Ja, warum lieben Frauen wohl die Pferde so? Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt es ja. Ja, es sind gleichermaßen schöne und faszinierende Tiere, die auch so unbändig sind in ihrer Lebendigkeit, also ungebändigt sind. Also das ist, glaube ich, das, was einen auch so fasziniert. Einerseits die Wildheit der Pferde, andererseits ihre Zuneigung, die sie einem ja auch schenken können, ja. Also große Liebe, vor allen Dingen zwischen den Frauen und den Pferden, meine Lieben. So, jetzt schaue ich mal mit den Tierkarten. Welches Tier will sich denn da noch zeigen für euch? Meine lieben Zwillinge, die ihr auch sehr gern seid, wie die Pferde, glaube ich. Ihr seid sehr freiheitsliebend. Ihr reist gern von Ort zu Ort, ja, ihr erkundet die Dinge, ihr seid die großen Sprachentalente und Sprachtalente. So, was bekommt ihr? Den Wal, der Wal. Musik verzaubert das Leben und macht dich körperlich und seelisch stark, meine Lieben. Das ist hier was ganz, ganz Wundervolles und was ganz Wichtiges. Die Musiktherapie, meine Lieben, kann jegliches Ungleichgewicht im Körper beheben, ja? Stellt euch das so vor, wenn es eine Komposition an körperlichen Beschwerden gibt, so gibt es garantiert eine Komposition, eine musikalische Komposition, die mit diesen körperlichen Symptomen in Resonanz geht und diese wieder auflösen kann, meine Lieben. Deswegen ist die Musik für uns Menschen so wahnsinnig wichtig, ja? Wow. Schauen wir mal, vielleicht habt ihr ja beruflich viel mit Musik zu tun, meine lieben Zwillinge. Vielleicht seid ihr selber sehr musikalisch und spielt ein Instrument. Vielleicht singt ihr sogar oder ihr tanzt, ja, zu wunderschöner Musik, ja. Vielleicht seid ihr Balletttänzer oder Balletttänzerinnen. Ja, ihr seid ja als Zwillinge-Menschen meistens sehr geschmeidige, grazile Menschen auch. Ja, jetzt schaue ich mal mit den Tarotkarten, was ich hier für eine Information bekomme, meine Lieben. Was geht es denn da bei euch im Bereich der Karriere? Schauen wir mal. Ah ja, meine Veränderung. Wow, interessant.
Interessant. Schauen wir mal. Ah ja. Schaut mal. Ich habe hier eine hohe, ne, noch eine. Ich habe zwei hohe Arkane. Das ist hier die, die Nummer 16. Die Nummer 16 und hier habe ich die Nummer 14. Nummer 14, die Mäßigkeit und Nummer 16, der Turm. Ja, und hier die Mäßigkeit. Schaut mal, da geht es auch um Wasser. Das Wasser, hier viel Wasser, ja, und hier die Dame gibt Wasser in die Schale, ja. Irgendetwas soll mehr zum Ausgleich kommen. Soll, ja, und es geht um, entweder auch um, Gefühlsfluss, ja. Denn die Wale schwimmen im Wasser und im Tarot steht das Wasser ja auch für Gefühl. Also die Kelche, die das Wasser enthalten, stehen auch für viel Gefühl. Und im Feng Shui steht der Wasserfluss für Geldfluss. Also hier wäre auch viel, viel Geldfluss sozusagen. Ja, und hier geht es einfach um, die Mäßigkeit. Etwas soll in den Ausgleich gebracht werden. Ihr habt aber eine, einen Engel an der Seite. Also ein Engel, der euch hier beschützt. Wie schön, meine lieben Zwillinge und Pferdemenschen. Und schaut mal, da kommt hier der Turm. Ihr seht, hier fallen Menschen aus diesem Gebäude raus, ja. Also das heißt, es ist an der Zeit, dass sich etwas ändern muss, ja. Etwas muss wieder mehr in den Ausgleich gebracht werden. Vielleicht sind es auch nur Glaubenssätze, die ihr über Bord werft sozusagen, ja. Dass ihr sagt, ich kann es, ich will es, ich tue es, ja, und nicht, ach, ich kann es ja nicht, weil ich habe es nicht gelernt, nicht richtig gelernt oder ich habe keine Zeugnisse erworben und so weiter und so weiter. Also gibt es ja so viele negative Glaubenssätze, die uns ja meistens auch eingeredet werden, ja. Also das kann also eine, ja, entweder eine erzwungene Veränderung sein, die von außen auf euch hereinstürzt sozusagen, oder es ist etwas in eurem eigenen Haus, in eurem Glaubenssystemhaus sozusagen, das jetzt sich ganz plötzlich verändert sozusagen, ja, und was gut ist und was vielleicht hiermit zu tun hat, eben vielleicht hattet ihr bisher einen Beruf, der nicht viel mit Musik zu tun hatte, ihr das jedoch hobbymäßig betrieben habt und ihr wollt es jetzt zum Beruf machen, ja, und wollt hier Karriere machen in dem Bereich, ja, ja, also im Prinzip bewundere ich alle, die mit Musik beruflicherseits zu tun haben, denn sie haben wirklich ihre eigene Therapie immer bei sich, ja, weil ein Musikinstrument oder Gesang hat so heilsame Schwingungen, dass die Menschen, die damit täglich zu tun haben, sich einfach selber heilen. Sie heilen sich permanent selber, ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll, ja, das ist was ganz Tolles. Und hier kommt jetzt auch eine sehr schnelle Energie. Hier kommt der Ritter der Schwerter und die Schwertenergie steht für euch, meine lieben Zwillinge-Menschen. Ihr seid die Königinnen und Könige der Luft. Die Luft steht für die Schwertenergie. Ja, das ist eine schnelle Energie. Ja, das Schwert, ja, hat eine schnelle Kraft und steht auch häufig für Entscheidungen. Wenn das jetzt das Ass der Schwerter wäre, dann wäre hier ganz klar eine schnelle Entscheidung zu machen und die Veränderung bestätigt das hier mit dem Turm, ja. Also hier soll etwas ins Gleichgewicht, in den Ausgleich kommen und wenn es eben auch durch Schnelligkeit geht, ja.
Das kann sein, meine Lieben, dass es sich bei euch hier um eine ganz schnelle berufliche Veränderung dreht. Jetzt schaue ich mal mit den Karten, mit den goldenen Regeln. Was kann euch hier noch weiterhelfen, meine lieben Zwillinge und Pferdemenschen? Ich meine, hier haben wir ja schon das Pferd, ja? Schaut. Hier haben wir ja das Pferd. Die Pferde sind ja in der Regel schnell unterwegs, ja. Die sind ja, sie haben ja so was Ungestümes und Lebendiges, ne? Und es steht normalerweise auch für die Pferdemenschen in der chinesischen Astrologie und auch für die Zwillinge, denn die Zwillinge sind luftig unterwegs. Das heißt, wieso Bienchen, die von Blümchen zu Blümchen fliegen, meine Lieben, ja? Jetzt schaue ich mal mit den Karten der goldenen Regeln. Was darf ich euch denn da übermitteln noch? Welche Idee, welchen Impuls? Schauen wir mal, was ich da noch zeigen mag für euch. Hui, die hier. Danke. Wow. Die höchste Kraft im Menschen ist die Willenskraft. Schaut mal, hier haben wir die Willenskraft. Da, 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 da. Ich komme, ja. Da, da. Ohne den Willen zur Handlung, der Wille zur Handlung, bleibt alles nur Wunsch. Genau. Hier ist euer Wunsch. Ja, Musik verzaubert das Leben und macht dich körperlich und seelisch stark. Musik. Ja, und hier seid ihr schon im Anmarsch, sozusagen. Ja, wow. Wie die Karten wieder schön sprechen, meine Lieben. Wow. Toll. Ein reiner und starker Wille ist allmächtig. Das hat Swami Vivekananda gesagt. Wow. Seht ihr den Spruch hier? Ein reiner und starker Wille ist allmächtig. Genau. Und verursacht dann unter Umständen solche Veränderungen, ja? Trainieren Sie Ihre Willenskraft, um mehr zu erreichen. Im Bereich der Karriere, okay. Seien Sie ausdauernd bei der Umsetzung Ihrer Ziele und bringen Sie beharrlich Ihre Aufgaben zum Abschluss. Fokussieren Sie sich immer wieder auf das Wesentliche. Verlassen Sie Ihre Komfortzone und wagen Sie Neues. Ja, das haben wir hier. Verlasst eure Komfortzone hier in dem schönen Haus, sondern und springt hier, springt raus, ja, aus der Komfortzone. Verlasst es, ja. Mit guter Selbstdisziplin sind Sie unempfindlich gegenüber ablenkenden Versuchungen. Willenskraft stärkt ihr Selbstvertrauen und das Vertrauen anderer Menschen in sie. Genau. Hier, ja, so schön, ja. Ja, hier der große Wal und der kleine Wal, ja. Und diese Kraft des großen Wales stärkt das Selbstvertrauen des kleinen Wales, ja. Wunderschön hier abgebildet, ja. Und ihr habt diese Kraft, meine lieben Zwillinge und Pferdemenschen. Ihr habt diese Kraft des Wales. Wow. Wunderschön. Ich stelle es mal hier dazu. Die Willenskraft, ja, hier. Die Willenskraft, meine Lieben. Schön. Jetzt schaue ich noch mal zum Thema des Geldflusses. Was darf ich euch da noch mit auf den Weg geben, uiuiui, meine lieben Zwillinge? Hier sind drei gefallen. Yes. Okay. Schwarzmagische Beeinflussung auf Geldfluss lösen. Visualisierung verstärken. Visualisierung verstärken. Wow. Und negatives Geld-Mindset lösen. Negatives Geld-Mindset lösen. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich habe hier schon meine Schüssel
Mit dem Wasser, und Wasser steht im Feng Shui für Geldfluss und stärkt übrigens den Karrierebereich. Das könnt ihr aber alles erfahren, wenn ihr auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe eingebt, erster Wohlfühlbereich Karriere deines Zuhauses, dann erfahrt ihr ganz viel über diesen Bereich. Und ich habe hier jetzt einen Fuchs mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Origami, japanische Faltkunst. Den setze ich hier drauf und ich zünde ein Lichtlein an, damit wir diese Themen hier, negatives Geld-Mindset, lösen, bearbeiten. Ja? Mit Licht können wir ne jegliche negative Energie auflösen. Ja, jegliche negativen Energien können wir mit einer einfachen Kerze in Auflösung bringen. Ja, man kann auch ein Gebet sprechen zum Beispiel. Ja, und genau, ich gebe noch meinen Edelsteinstab dazu. Dann ist es noch verstärkt von der Wirkung hier. Und dann lösen wir schwarzmagische Beeinflussungen auf den Geldfluss, meine Lieben. Ja. Das lasse ich jetzt noch eine Zeit hier wirken. Genau, und dann ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst, ein Abo schenkt. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, mein Lieben. Macht es gut. Servus.